Freunde, ihr werdet erstaunt sein. Es gibt neue Formen bei Stempelmühle von Suri. Die haben ja immer wieder schöne neue, wie sagt man da jetzt zu, Sorten, neue Modelle. Und da gibt es jetzt solche Dreier-Sets. Die sind ganz schön groß. Als ich die auf dem Foto gesehen habe, habe ich gedacht, oh, was willst du mit so einem kleinen Ding machen? Aber wenn man jetzt mal sieht, wie groß die sind 34 lang und 13 in der Höhe. Das sind richtig große Teile. Immer drei Stück in einem Set. Die sind so gedacht, dass man eigentlich immer neun zusammensetzt. Also die drei, das ist jetzt hier Feminity 1. Dann gibt es Feminity 2. Die setzt man dann eigentlich so da drüber auf ein großes Bild. Und dann ist hier noch Feminity 3. Also die setzt man dann eigentlich so zusammen als großes Bild. Boah, das wären ja Riesenbilder. Das wären dann richtig große Bilder und du hast dann immer so ein 30x30 oder sowas. Memories. In einer Größe so. Du kannst die natürlich auch alle einzeln nehmen. Kann man das jetzt mal sehen, was das alles so hier ist. Das ist jetzt hier so ein Frauenkorsett mal mit drin. Hier ist mal eine Frau mit Blumen. Hier sind mal Blumen. Hier sind mehrere Frauen zu sehen. Schmetterlinge, Blüte, mal so ein Schriftteil. Dann haben wir hier auch wieder so ein Korsett mit bei. Feminity 2, also wer das sucht, diese Korsett, das sieht richtig cool aus. Schmetterling und Schrift und hier ist dann auch wieder eine Frau mit Kleid. Das sind die ersten drei Teile davon. Dann gibt es so ein neues Set Vintage Florals. Also hier ist jetzt Floral. Das ist jetzt hier die Nummer 1. Da sind dann jetzt auch wieder Schmetterlinge, Blüten, Schriftzeichen, Blumen und Schrift. Und das ist auch wieder so, dass es drei wieder so übereinander sind. Halt alle auf den Kopf. Hier haben wir jetzt auch wieder einen großen Schmetterling. Blüten mit einem Schmetterling. Was das hier sein soll, weiß ich jetzt ja nicht. Ein Regenschirm oder Sonnenschirm oder sowas kann das auch sein. Ja, eine Frau mit einem Schirm. Mensch, jetzt sehe ich's. Und hier sind dann eine ganze Reihe Schmetterlinge und Bordüre hätte ich jetzt fast gesagt. Wie heißt denn das? Spitze hier unten. Spitze lang, dann Schmetterlinge. Das gehört dann alles so zusammengesetzt. Vintage Florals 3. Das wäre jetzt hier auch wieder ein Set. Also kann man als Set nehmen, gibt es aber immer so als Dreier-Set zu kaufen. Ist immer eine so eine Platte, drei so eine einzelnen Quadrate. Also du musst nicht so ein großes Bild machen. Du musst nicht so ein großes Bild machen. So ein großes Bild kostet fast 100 Euro. Oh. Das hier kostet schon immer 30 Euro eine Form. Also ihr könnt euch überlegen, ob ihr immer ein so ein Teil hier nehmt ob ihr wirklich von einer Variante hier Vintage Flow. Aber so ein großes Bild hat noch keiner. Nee. Sieht natürlich cool aus, ja, wenn man das da mal gegossen hat. Ja. Gibt es noch so ein drittes Set, was man einzeln kaufen kann, Vintage Vibes. Das finde ich eigentlich am schönsten. Da ist dann hier mal Schmetterling, Biene, Blüte, bisschen Schrift immer dazwischen. Diese einzelnen Teile kann man auch immer gut woanders mal irgendwo mit draufsetzen. Hier haben wir, muss ich mal gucken, Vintage Vibes 3, hier rum das muss. Hier ist jetzt auch wieder so ein Bienchen mit bei, Blüte mit bei. Hier sind Blumen, Schmetterling und Schrift und hier sind dann auch wieder so Blumen und Schrift. Und das dritte, also Vintage Vibes 2, das wäre dies. Ich habe es jetzt mal ausgepackt. Ich habe jetzt schon mal eins schnell gegossen. Hier ist dann jetzt so ein Schlüssel mit dabei. So rum wieder. Eine Blüte mit ein bisschen Schrift. Hier sind auch wieder Blumen und Schrift. Sieht immer aus wie so ein Stempel. Hier ist dann so ein Schlüssel mit drin, den man sich nehmen kann. Und das habe ich jetzt einfach mal gegossen, damit ihr mal seht, wie groß das ist, wenn man das gegossen hat. Und da gehen wir jetzt schnell noch mit dem Wachs drüber. Weil man das dann besser erkennen kann. Und jetzt schaut mal, das sind doch wohl richtig tolle filigrane Teile, die man sich dann mal irgendwo mit auf dem Bild hinmachen kann, als Mittelpunkt oder wie auch immer. Man muss das nicht als 9er-Set sich irgendwo hinmachen. Man kann sich auch einfach eins von den 3er-Sets da aussuchen und damit arbeiten. Ich finde die alle ganz klasse. Also ich konnte mich, wieder nicht entscheiden, welches man da unbedingt braucht. Mit denen hier werde ich jetzt als erstes arbeiten, weil ich die als erstes jetzt mal gegossen habe.
Sehen als Einzelnet auch gut aus. Die sehen als Einzelnet auch schön aus. Alle Mann. Diese ersten, die ich euch hier gezeigt habe, die ersten Gürste, das habe ich mit A1 Kreatives Resin gemacht. Das ist so ein Wasser auf Wasserbasis, das man gleich so in Schwarz gießen kann. Und dann habe ich hier mit der Troll Factory mit diesem 9 Minuten Resin das einfach nochmal gegossen, damit man so mal den Unterschied sieht. Das kann man jetzt hier anmalen und auch wieder mit Wachs dran gehen. Sieht aber auch mit dem Harz toll aus. Warum auch nicht? Ist ja das gleiche Motiv. Also sind schon coole Sachen. Muss man mal gucken, wie rum das muss. So, hier sieht man nämlich dann die Zahlen, dass sie richtig rumstehen. Also das sind richtig tolle Sachen. Dann gibt es hier so eine Form, den Oktopus von der Marine World Kollektion, also Wasserkollektion, denke ich mal irgendwie. Das wäre dann dieses Teil hier. Da dachte ich, das Teil ist viel größer, wenn man das so auf dem Bild sieht. Das ist jetzt hier 19 mal 12. Ist aber auch eine Größe, mit der man arbeiten kann. Das habe ich jetzt auch hier schon einmal gegossen. In Schwarz. Hier sind dann lauter so eine einzelnen Füße, die man dann irgendwo mit hinmachen kann. Ich mache die mal auch schnell nochmal silber, damit man das besser sehen kann. Ne? Da ist dann jetzt einmal so dieses größere Mittelteil und dann gibt es diese ganzen einzelnen Tentakeln, die man sich dann irgendwo hinsetzen kann, die man auch mal irgendwo vorgucken lassen kann. Wenn man da jetzt irgendwas draufsetzt noch, dann kann der Tentakel da wieder rausgucken. Ist schon eine coole Sache. Habe ich auch einmal mit dem Schwarz gemacht und einmal mit Resin dann nochmal gegossen. Da sind dann jetzt hier die ganzen einzelnen Tentakeln. Also, da kann man auch schöne Sachen mit zaubern, wenn man dann schönes maritimes Papier hat, was man drunter setzen kann oder irgendein anderes Motiv, was man da noch mit verbinden kann. Also ist schon ein cooles Teil. Und der sieht ja, wenn man das jetzt hier so mit dem Silber sieht, ist der auch wieder richtig schön detailreich und filigran. Also wirklich schöne Sachen. Dann haben wir hier noch eine Form, da sind dann so Ecken drauf. Für Bilderrahmen oder für, wenn du ein Bild machst, dass du das irgendwo an eine Ecke setzen kannst oder an eine Schachtel, Kiste, Schatulle so eine Ecke ranmachen kannst, muss man sich dann immer doppelt gießen, damit man dann für oben und unten die Teile hat. Hier auch nochmal, hier sind dann so kleine Stückchen Bordüren, hier sind dann so Uhren mit Schnörkel und nochmal ein kleiner Rahmen. Also ist auch eine schöne Sache, die habe ich hier auch nochmal gegossen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, das hatte ich erstmal in Resin. Also nur mit diesem Resin gemacht. Kann man das? Kann man sehen, hier ist dann mal die Uhr, die große. Das sind dann so die Rahmenecken. Diese gehen hier. Dann haben wir hier den mittleren Rahmen. Hier ist dann nochmal diese kleinere. Hältst du mal wieder weiter hier vorne? Achso, diese kleinere Uhr. Achso, das ist wieder dasselbe. Ja, das ist jetzt diese Uhr hier. Dann haben wir diese Bordüren oder Stückchen hier. Dann haben wir hier eben so ein Teil, das muss wohl über den Rahmen dann hier nachher drüber oder so, dass man hier ein bisschen Schrift drin machen kann. Da habe ich noch keine Ahnung, wofür man das so nimmt. Vielleicht habt ihr eine Idee. Und hier sind dann die anderen Ecken noch, die kleineren, zarteren Ecken. Aber da braucht man ja immer vier meistens, wenn man irgendwas baut. Aber das hat mal gegossen, seht. Dann gibt es wieder neue florale Bordüren, also Bordüren mit Blümchen. Das hier sind wohl so jetzt so Sonnenblumen oder sowas und das hier sind Rosen. Kann man hier oben ein bisschen besser erkennen. Und die sind oben mal so ungefähr 23 cm, fast richtig geschätzt. Davon gibt es noch eine zweite Sorte. Floral Border 2. Da kann ich jetzt nicht erkennen, was das für Blüten sein sollen, aber das sind auch Blumen. Ein bisschen dickere und ein bisschen schmalere Bordüren. Kann man immer wieder toll verwenden auf Mixmedia-Sachen. Also die Bordüren, das lohnt sich immer. Dann gibt es so Sets mit Schrift oder Hintergrund. Da sagen die immer Texturset. Das kann man so als Hintergrund nutzen. Einmal hier so ein ägyptisches Motiv, obwohl ich nicht finde, dass das ägyptisch aussieht, aber es soll ägyptisch sein. Und dann gibt es hier noch ein so ein Set mit lauter Worten, also ein Wort am anderen, dass man das auch so als Hintergrund schön nutzen kann. Haben sich schon was einfallen lassen. Also es gibt immer wieder tolle Formen von denen, wo man einfach zuschlagen muss. Das muss man einfach haben. Das will man haben, das muss man haben. Das braucht man ganz dringend. Und ganz am Schluss haben wir dann hier noch so ein kleineres Teil. Buttons, also Knöpfe,
ja, Knöpfe. So verschiedene Knöpfe, die man auch immer mal überall irgendwo so hinsetzen kann mit als Deko. Sind schon schöne Sachen. Also bin immer wieder begeistert, was die so für tolle Formen zaubern. Schade, dass immer so viele machen, dass das immer wirklich richtig ins Geld geht. Aber es kommt ja bloß alle paar Monate mal so ein Schwung von denen. Dauert ja immer ewig, ehe das geliefert wird. Also muss man ein bisschen sparen. 2 Monate sparen und im 3. Monat kaufen. Ja, kommt. Man kann sich das alles schön. Ja, das reden. Kommt immer, glaube ich, alle 3 Monate oder so. Das dauert immer ganz lange. So, ihr Lieben, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen, weil man die Größe immer nicht erkennt auf den. Also ich kaufe die immer nach den Fotos, die ich da sehe bei Stempelmühle und bin dann immer erschrocken, dass zum Beispiel diese Teile, wo ich gedacht habe, die sind so ganz winzig, dass die so groß sind. Und der Oktopus zum Beispiel, wo ich gedacht habe, das ist so ein Riesenteil, dass der dann eben ein bisschen kleiner ist. Aber das ist trotzdem eine Größe, mit der man arbeiten kann, hatte ich ja schon gesagt. So eine Riesenbilder macht ja sowieso überhaupt keiner. Also das sind alles so tolle Varianten immer. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, welche ihr haben wollt. Wer die Wahl hat. Ich habe mich jetzt schon entschieden, leider diesen Monat ist es wieder sehr teuer geworden. Oh. Aber das sind halt schöne Sachen und viele Sachen braucht man halt einfach. Das ist so. Wenn man so ein Hobby hat, braucht man das einfach. Ja, ja. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten Sachen, die wir so finden, wenn wir sie schön finden. Und die hier finden wir wieder schön. Und die Männerherzen zerstören. Ja, Pech.